Hallo, willkommen zurück. Bevor es weitergeht mit dem Armada 1750 Notebook oder Laptop, wie ihr es nennen wollt, eine ganz kurze Frage. Gibt es hier irgendetwas, das auffällig ist? Ungewöhnlich? Unnormal? Nein, oder? Ihr werdet euch denken, gut, da liegen ein paar Arbeitsspeicherriegel. Was soll da ungewöhnlich dran sein? Das habe ich mich vorhin quasi auch gefragt, nachdem ich meine ganzen Arbeitsspeicher durchforstet habe. Das da ist nur ein kleiner Teil von den zuletzt neuesten, können da sagen, die teilweise wo mit bei waren. Also das ist nur eine kleine Sammlung. Aber vielleicht habt ihr ja schon den Unterschied, sag ich mal, gefunden, was hier an dieser Sammlung gerade so anders ist, weil ich habe da etwas untergemischt, was in dem, ja, zwar kleinen, aber dennoch großen Kartons für viele Arbeitsspeicher war. Also, die Auffälligkeit ist da oben. Der da. Oder der da. Warum? Seht selbst. Ihr seht Arbeitsspeicher. So habe ich mich vorhin in den Kartons gefühlt. Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher. Dann macht man hier, dann macht man, ach komm, da war doch hier irgendwo was. Und da, ja, der. Man macht, und dann irgendwann fällt euch einem irgendwo so ein bisschen auf, so, Moment. Was ist denn das? Da ist schon mal kein Ganzer drin. Ich könnte natürlich auch nach Typbezeichnung gehen. Nee. Aber meistens blättert man ja einfach so, genau wie hier. So ein schöner Riegel, oder? Ja, wenn er mal genau hinguckt, ist das nicht ein Riegel, das sind mehrere. Also, ich habe quasi meine Nadel im Heuhaufen wiedergefunden. Und zwar ein paar alte Speicher aus alten Laptops, die ich dann doch mit bei den normalen bei hatte, das wusste ich gar nicht, und habe sie wiedergefunden. Deswegen habe ich hier dieses kleine Experiment mal quasi mit euch gemacht, weil die fallen im ersten Moment nicht auf. Und nachdem ich dann die ganze Kiste, wie gesagt, das sind nicht alle, durchwühlt habe, habe ich die gefunden. Also das heißt, alle, die hier drum liegen, die da. Schiebung, Schiebung, Schiebung. Das sind Notebook-Speicher. Alte Notebook-Speicher. Auch auf SD-Basis. Und ich würde sagen, bevor wir zu dem da zurückkehren, zeige ich euch erstmal quasi, was da drin steckt. Einen Moment. Nun gut, ich habe sie geöffnet. Ihr seht, da sind wirklich nur Laptop-Speicher drin. Der kommt natürlich, wo er kommt. Und zwar einmal ein alter, der nicht will. Ja, alles rausgeholt, okay. Das ist eine Originalpackung für so einen Arbeitsspeicher, deswegen fiel der auch nicht direkt auf. Moment, bleib in meiner Hand. So, da haben wir. Und zwar ist das ein alter Infineon AY, hau mich grün und so weiter. 32 MX64 SD-RAM auf. Ne, 32 mal 64 SD-RAM. Gesamten 264 Megabyte synchron mit 133 Megahertz Clock 3. Das wäre der erste. Der im Lappe ist ein 64 MB, das wissen wir ja schon. Ich weiß jetzt nicht, ob der natürlich mehr oder weniger braucht, das weiß ich wirklich nicht. Aber ich habe sie extra mal alle mitgenommen. Genau wie den hier und den hier. Sekunde. Dann habe ich einmal einen alten IBM. 128 Megabyte, 16 mal 64 auf 100 Megahertz getaktet, 3,3 Volt Spannung. Und allerdings steht da nicht die, wie heißt das, die Megahertz. Doch, steht wohl, was habe ich denn da vergessen? Megabyte, ah doch, klar, 100 Megahertz, Entschuldigung. Den habe ich auch noch. Seht ihr? So, dann habe ich noch einen. War das derjenige? Doch, den konnte man auch noch zuordnen. Auch nochmal 128 MB, auch nochmal 100 MHz, Clock 2. Und ich habe noch einen, der ist auch ein bisschen, ich glaube, nee, warte, die waren alle so breit, hatte ich nicht an. Doch, das war der, genau, der da. Ihr seht, der ist ein bisschen breiter sogar noch als die anderen. Und ich finde, vielleicht könnt ihr mir da helfen. An sich die Typenbezeichnung nicht. Ich weiß, dass es ein Kingston ist. Ich weiß, dass da steht
KTM zweimal, ah da, 264 Volt oder bezieht sich das auf den Speicher? Dann wären es auch wieder 128. Denn mehr hat er nicht mehr drauf. Seht ihr? War dasselbe nochmal. Also ich gehe von 128 Megabyte aus und bin an sich wirklich gespannt, das waren die vier, ob einer von denen vielleicht anerkannt wird. Ihr seht, ich habe leider wirklich nur die 128 Megabyte. Ne, ich habe leider keinen kleineren. Daher ist der 64er an sich in dem Laptop zum Beispiel schon der kleinste. Und was kleineres kann ich nicht besorgen, weil es kann natürlich sein, dass die schon zu groß sind, der die dann so oder so nicht annimmt, wenn es denn nun mal überhaupt am Speicher liegen sollte. So, jetzt bin ich dafür. Ich habe den da schon aufgemacht. Ihr seht, da unten schlummern die alten Schätzchen von mir. Der da, der da, der da. Die laufen alle noch. Die habe ich damals schon fertig gemacht. Die laufen wunderbar. Vor allem haben die noch hier diese auch ganz Ethernet-Netzteile. Das sind noch alte Raritäten. Der da unten ist ein bisschen, ja, der hat nicht alle Klappen. Den habe ich mir damals auch über eBay geholt. Aber dann noch wirklich über eBay, nicht über Kleinanzeigen. Und der da drüber, der funktioniert komplett. Also die funktionieren alle. Aber der hat auch noch alles beisammen. So, gut. Und ich werde mir auf jeden Fall nicht die Blöße nehmen, die Dinger da auseinanderzurupfen von dem SD. Weil an sich will ich hoffen, dass einer davon funktioniert. Weil ich habe keine Lust, dass mir nachher die da unten kaputt gehen. Gut. Ich würde sagen, die Klappe habe ich schon geöffnet. Ich mache jetzt erstmal hier das Chaos der anderen Speicher wieder beiseite. Hol euch näher und dann seid ihr gleich dabei, wenn wir nochmal probieren, ob es vielleicht wirklich am Arbeitsspeicher gelegen hat. Also einen Moment. So, bevor es hier aber weitergeht und ich das noch aus dem Kopf vergesse, ich habe auch zum Glück beim Durchsuchen noch was anderes gefunden. Ich habe euch ja in dem 586er von diesen Speicherriegel erzählt, der ungefähr so groß ist und den ich direkt aufs Mainboard stecken kann mit dem IDE 40 Pin. Funktioniert ja einwandfrei. Ich habe, wo ich nicht mehr dran gedacht habe, damals, weiß ich noch, fälschlicherweise erst den falschen gekauft. Den hier. Das war eine Falschlieferung, also keine Falschlieferung, falsche Bestellung. Ich habe ihn trotzdem mal behalten, weil das ist ein IDE 44 Pin, ne? Mit, oh, seht ihr das? Wo steht das? Steht auf der Rückseite. Mit, genau. Blödes Ding. Mit der Lok 44 Pin mit 8 GB. Und das ist im Endeffekt genauso wie der große, nur halt für Notebooks. Und ich habe bis jetzt nie ein Notebook finden können, wo das reinpasst, weil klar, ich habe einen Laufwerkschacht, ist schön und gut. Nehmen wir mal an, da ist der Laufwerkschacht, da sind die Pinne, hier ist der Laufwerkrahmen, Festplatte reingeschraubt, reingedrückt. Perfekt. Macht das mal mit so ein. Den kann man nicht schrauben, den kann man nur stecken. Sprich, ich habe natürlich keinen Adapter dafür, den da irgendwie hinzukriegen. Das Schöne natürlich ist an dem Laptop. Habt ihr ja letztens gesehen, zeige ich euch aber gleich, wenn das erste hier vorbei ist, dass ich diese ganz große Klappe habe, wo ich das von oben reinlegen kann mit dem richtigen Rahmen. Ich habe keinen Rahmen, aber ich komme an die Pinne. Das heißt, es kann sein, dass der endlich mal zum Einsatz kommt, weil den habe ich bis heute nie in Verwendung, weil ich wirklich kein Notebook dafür gefunden habe. Ich habe natürlich einen Adapter, einen USB-Adapter für Festplatten, aber der hat genauso Pinne wie hier. Also keine Pinne, sondern die Stecker, da seht ihr sie, zum Reinstecken auf die Pinne. Deswegen nützt mir das Ding nichts. Quasi, ne? Und es gibt ja auch, oder ich habe noch kein Mainboard erlebt, wo ihr die 44-Pin-Varianten habt. Sonst könnte ich das da einfach draufstecken, wie bei dem 40-Pin. Habe ich aber nicht. Deswegen war das hier damals, ich glaube, knapp 15 Euro oder mehr. Ich glaube, nee, ich glaube, der lag sogar bei 30 Euro, weiß ich noch nicht. Die kriegt man heute immer seltener. Deswegen lag da bei mir auch immer tot in der Ecke. Ich habe ihn wiedergefunden. Ne? Genauso wie andere, sage ich mal, Kleinigkeiten, die ich im Kopf hatte, so wie die alten CPUs, auch noch von anderen Mainboards und gewisse Kühler. Aber der verborg sich da noch, verbarg sich da noch. Also, der kommt beiseite, der kommt zu den ganzen Arbeitsspeichern hier. Und wo wollte ich jetzt weitermachen? Im Endeffekt wollte ich euch ja zeigen, ob wir den direkt austauschen. Einmal kann ich euch noch zeigen, dass. Habt das gesehen? Diese grauen Flächen hier, mit einer Hand blöd, ich halte euch gerade mit einer Hand, die da, das sind die Flächen, wo hier die Pinne einrasten, an beiden Seiten.
Da auch. Hier. Damit die da einrasten. Da, der alte Speicher ist noch drin. Ich wollte aber vorab euch zeigen, diesen Unterschied. Den hat man ja in dem einen Video schon gesehen. Also Arbeitsspeicher noch drin. Ich lege das auch nur hier drauf. Und werde den Rechner jetzt aber mal starten. Damit ihr seht. Ups. Ich habe ihn nur angemacht. Und er kommt wieder von selber. Ihr seht, er blinkt kurz auf. Das war's. So, jetzt kann ich ihn natürlich wieder tausendmal anschalten. Das macht er. Und das war's. Der hat ja, wie gesagt, immer noch seine eigenen Arten. Er checkt, bleibt an. Jetzt bleibt er sogar so an. Das ist gut. Das sollte er machen. Aber er kommt einfach nicht. Das kennen wir schon. Ne? Das ist mit Speicher. Also nochmal aus. Jetzt geht er wieder nicht aus. Sache, das Ding hat seine Eigenheiten. Er geht nicht aus. Jetzt muss ich wieder diesen hier machen, warum auch immer. Das habe ich bei dem Gerät immer noch nicht aus. Raus. Und er startet wieder von selber. Also manchmal hasse ich dieses Ding dafür. Wie gesagt, meine Hände sind hier. Und dann links mit der Kamera. Ich jetzt wieder drauf drücke. Nochmal. Ich halte mal hier unten drauf. Eins, zwei, rüber, aus. Und er blinkt nur. Ihr seht. Eins, zwei, und geht aus. Also ich vermute, das ist wirklich diese Kontrollleuchte. Beim letzten Mal hatte ich dieses fünfmal Leuchten und dann das. Das werde ich jetzt ausprobieren. Ich werde jetzt den Speicher, der hier ist, eben rausnehmen. Daher nochmal eben pausieren. Moment. So, ich habe den Speicher entnommen. Meine Frau quatscht gerade draußen noch mit unserer Nachbarin. Deswegen kann es sein, dass ihr ein paar Nebengeräusche habt. Auf jeden Fall, ich habe den Speicher entnommen. Er liegt hier. Und jetzt klappe ich das Ganze einfach nur runter. Ja, war ja klar, ganz einfach. Und pausiere eben, weil meine Tochter hochkommt. Sie hat nicht gesprochen, sondern meine Tochter ist wieder unten. Die wollte nur wissen, was meine Frau macht. Also wie gesagt, Speicher unten. Ich lege es extra nur hier drauf, mache es noch nicht zu. Der Speicher liegt daneben. Und wir machen dasselbe wie gerade. Ich werde wieder Strom geben. Achte auf die Eigenarten. Bip. Und jetzt gucke ich mal, dass ich wieder alles drauf bekomme. Quasi oben und unten, dass ihr alle Lampen seht. Weil ich euch noch in der Hand halte. So, Power. Das war der erste Mal Power drücken. Er lädt, er bleibt an. Wieder mal. So, jetzt gucke ich mal wieder. Nur gedrückt halten geht nicht. Dann mache ich wieder das wie gerade. So, jetzt müsste er wieder angehen. Genau. Aber ich gucke unten auf die Lampen. Moment. So, jetzt müsste das funktionieren wie gerade eben. Okay, aber er blinkt trotzdem nur dreimal. Eins, zwei, geht rüber. Ohne Speicher. Beim letzten Mal hat er ja fünfmal geblinkt. Also ich weiß nicht, ob das Ding trotzdem irgendwo. Was war das jetzt wieder? Komischer Eingang hat. Wenn ich den nur drücke. Ist das ein Kon. Ah, warte mal. Eins, zwei, rüber. Ihr seht, jetzt funktioniert es im Endeffekt hier auch wieder anders. Also, das hat er vorher nicht gemacht. Er hat 10.000 Eigenarten, dieser Rechner. Ich habe den immer noch nicht verstanden. Okay. Also ich sage, ich verstehe dieses Gerät nicht. Passiert dann, wenn ich jetzt anmache? Jetzt leuchtet nur die eine, habt ihr gesehen? Ich halte nochmal gedrückt. 3, 4, 5, 6. Das wollte ich, genau. Also für diejenigen, die eine Anleitung haben, ich habe einen Zuschauer, der hat eine, wollte sie mir über die
Textnachrichten rüberschicken, ging aber nicht, weil das irgendwie wahrscheinlich datenschutzmäßig blockiert. Nochmal. Jetzt will er wieder nicht. Also, ich sag euch, das Gerät hat so komische Eigenarten. Ich verstehe es einfach nicht. 5. Und dann geht er rüber. Nee. Das blinkt ja andauernd. Okay. Ich habe diesen Knopf echt nicht im Blick. Keine Ahnung. Okay. Bevor ich hier noch weiter Quatsch unter diesem blöden Rumgefummel mache, ich nehme einen anderen Arbeitsspeicher. Eine Sekunde. So, ich habe den Speicher noch mal eben vorliegen. Wie gesagt, er hat an sich 64 Megabyte auf 44 Pin und PC66. An sich der langsamste von allen, die ich im Moment hier rumliegen habe. Ich habe nur die 100 Hz Varianten. Zwei Stück. Danach kommen schon die etwas anderen. Nicht wundern, das sind die Füße von meinem Sohn, der schläft gerade. Ich werde den mit den kleinsten Zahlen nehmen, also quasi ein PC 100 322 620. Und hier hätte ich noch einen, der hat da, der hätte dann PC 100 222 620. So, das heißt, ich werde diesen hier erstmal reinmachen, weil die haben beide an sich 128 MB, sind an sich auch beides. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Alles auf meinem Bein. Beides IBMs oder zumindest vorbei IBM ausgezeichnet wurden. Und ihr seht, den werde ich einbauen. So, dann eine Sekunde. Nun gut, bevor ich ihn dann endlich einsetze, ich dachte eigentlich, man hätte ja hier vielleicht irgendwo noch eine Information, welchen man nehmen könnte, aber an sich, vielleicht kennt sich einer damit aus, finde ich hier irgendwo keine Zahlen, die da drauf zu schließen haben. Revision Version 2.1 müsste das heißen. Revision Version 1.03. Also ich glaube, irgendwo Angaben, naja, müsste ich mir zurecht suchen. Auch da ist ein Schild, aber das bezieht sich auf die Tastatur. Also ich werde den anderen Riegel mal eben einsetzen. Nun gut, der andere Speicher befindet sich in seinem Steckplatz. Die Tastatur wird wieder runtergeklappt. Der Netzstecker, ne? Jetzt hatte ich das Bild gerade kurz gedreht. Wird wieder eingeschaltet. Und wir lassen uns mal überraschen. Bip. Das kennen wir ja schon von ihm. Ich bin selber jedes Mal gespannt auf Neues. Ich drücke wieder den Knopf der Knöpfe. Aber blinkt nur einmal. Ich probiere wieder diese bekloppten Tastenkombinationen. Kommt wieder gar nichts. Jetzt blinkt er nur auf, das seht ihr ja. Und wieder nicht. Jetzt gerade liefen zum Beispiel nur die Lüfter. Jetzt checkt er auch wieder nicht diesen. Ihr seht, jetzt checkt er wieder nicht den Akku. Verhält sich also wieder anders als vorher. Bleibt auch nicht an, also er wird auch nicht funktionieren. Sonst wäre er schon längst da, da brauche ich an sich nicht weiterfummeln. Heißt für mich, ja, erst Stecker aus, dann Klappe hoch, anderer Speicher. Einen Moment.
Ups, ich habe mir wieder angemacht. Als nächstes werde ich den 256 MB reinsetzen. Hab gar nicht mitbekommen, dass ich aus Versehen weitergemacht habe. Egal. Und mal schauen, was daraus wird. Ja, ich drücke wieder den Knopf. Bip. Nur die Kontrollleuchte mal wieder. Oh, er bleibt mal ganz an. Ein Wunder, aber gut, das hatte ich auch schon mit dem anderen Speicher wieder. Tut sich nichts. Jetzt bleibt er zumindest wieder an. Dürfte an sich auch wieder verkehrt sein. Ich drücke ihn wieder aus. Was wieder nicht geht, also. Wenn ihr mal einen verrückten Laptop haben wollt, ich habe einen Laptop mit Hirn wahrscheinlich. So kriege ich ihn wieder aus. Jetzt geht er gleich wieder an. Bip, sag ich doch. Ich verstehe die Eigenarten nicht. Geht auch wieder. 1, 2, 3, springt um. Bleibt an. Wenn er jetzt natürlich hochfahren würde, wäre spitze. Ich weiß auch nicht, ob der erste Festplatte braucht, damit er überhaupt komplett reagiert. Könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Wäre aber an sich für einen Computer ungewöhnlich. Normal braucht ein Computer keine Festplatte, damit er sagt, hallo, da bin ich. Ich halte mal gedrückt, gucken. So, was passiert, wenn ich jetzt nur den drücke? Kontroll und rüber. Auch wieder nicht. So, ich habe noch einen Speicher, diesen alten, wo ich keine Typenbezeichnung habe. Also entweder wird der noch funktionieren oder ich mache den alten rein und probiere einfach mal mit Festplatte, wenn sie denn reingeht. Das muss ich auch noch probieren. Also eine Sekunde. So, der letzte Speicher ist drin. Ihr seht, es ist an sich auch der dickste, den ich habe. Dieser Kingston KTM 2x64V. Also wahrscheinlich 128 Megabyte. Dann kommen die, wo ich, Moment, also drei Stück von habe, 3x128 MB. Die haben ja nicht gelaufen. Und den, der original drin war, der an sich auch der schmälste ist und zugleich natürlich von der Megahertzzahl die schwächste hat, die 66 Megahertz. Da ich von dem immer noch nicht weiß, was es für eine Typenbezeichnung ist, ne, 1866, 650, 16, kann ich nicht zuordnen. Lasse ich mich einfach überraschen, weil bis jetzt hat ja eh nichts funktioniert. So, das heißt, eben die Stücke wieder wegnehmen. Das Ganze wieder vorsichtig runterklappen. Wieder mal auf den Stromknopf drücken. Der Regen im Hintergrund, der sich entwickelt hat. Er bleibt wieder an. Kein Bild. Kein Ton, kein Mucks, nur LEDs, die Hallo sagen. So, Knopf der Knöpfe. Power, 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 Power. Ich drücke einen Power-Knopf, der sich hier nicht ausschalten lässt. Auch das ist an sich ungewöhnlich. Ich drücke nur den Knopf. Ich drücke wieder die Knöpfe, wo er wahrscheinlich ausgeht, also den rechten und den Power-Knopf. Dann wird er wieder alleine angehen. Und wieder ausgehen. Ich werde ihn versuchen, einfach wieder zu starten. Control-Piep, Umsprung an, will er nicht. Gut. Nochmal nur den Knopf. Auch nicht. Also, mir fehlen die Worte. Der erste Rechner, der mich gar nicht mag. An sich kriege ich so gut wie jeden alten Rechner irgendwie am Laufen. Der will mich noch nicht. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. So, das heißt, ich mache den alten Speicher rein, guck mir hinten die Festplatte an. Eine Sekunde. Alter Speicher installiert. Klappe zu. Ganz zu. Ich liebe dieses Geräusch. Rechner zu. Dann. Moment. Schweren Laptop irgendwie gewendet. Klappe auf.
Das ist auch noch der Schalter. Dann, das habt ihr letztes gesehen, das geht alles sogar mit einer Hand. Und das ist das, was mich da so ein wenig, was ich gut dran finde. Obwohl ich immer noch nicht weiß, ob das Ding da reinpasst. Weil normal gibt es die Schlitten. Ich komme an sich, wie gesagt, seltener dran. So nah dran gewesen zu sein, ist für mich auch Premiere. So, ich gucke mal, ob ich den da reinkomme. Weil im ersten Anschein und Blick nach finde ich immer noch, dass die Pins da schief sind. Ich werde mal gucken, was sich machen lässt. Und ob der reingeht überhaupt mit den links und rechts mit diesen Klammern. Eine Sekunde, da brauche ich zwei Hände für. Voller Hoffnung und dennoch zugleich voller Enttäuschung. Ihr seht hier den kleinen... wie heißt der? Wie viele Pin waren das jetzt wieder? Verdammt. 44 Pin. An sich für Notebooks, aber da irgendwas... kann dann nicht, denn das hier, ich habe sie nachgezählt, sind 50 Pin, aber noch kleiner. Also es wird wahrscheinlich vielleicht doch der Akkurahmen sein, wo der Akku drin war. Und ich schätze, dass die Festplatte wirklich fest verbaut ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hersteller nochmal einen separaten Anschluss für eine Festplatte gemacht hat. Das würde aber an sich heißen, dass die Festplatte dann hier oben reinkommt, käme. Ne, end oder weder, mehr kann ich da nicht entdecken. Also in einem von beiden würde auf jeden Fall die Festplatte reinkommen und in anderen wahrscheinlich der Akku. Wie genau, weiß ich nicht. Vielleicht hat sich doch der Rahmen da irgendwo nochmal speziell, sage ich mal, von den 50 Pin auf 44 verändert. Das weiß ich ja nicht. Ich habe ja nicht das Original-Netzteil und anscheinend auch nicht den originalen Laufwerkrahmen. Das heißt nur für mich, ich kann mein enttäuschenderweise... meinen Riegel nicht verwenden und würde sagen, ich mache hier erstmal wieder Schluss, voller Enttäuschung, denn dann bleibt mir an sich nichts anderes über, als ständig nochmal auf den Knopf zu drücken und hoffen, dass er kommt. Theoretisch von auch anderen Zuschauern natürlich das ganze Ding auseinandernehmen und zu gucken, ob irgendwas am Netzteil ist. Werde ich aber nicht machen, da ist mir das Schätzchen so an sich noch zu wertvoll für. Vielleicht werde ich mal gucken, ob ich noch einen alten SD-Speicher auftreiben kann. 64 sind drin, vielleicht noch einen älteren, einen 32 MB. Keine Ahnung, ob der da irgendwo noch wirklich der einzige Grund sein könnte, ob es daran liegt. Weil ich warte immer noch auf irgendeinen Kontroll-Piep, den der bis heute nicht macht. Und bin deswegen von dem kleinen Schätzelein ein wenig enttäuscht, von den Armada 1750. Und würde sagen, tja, wir sehen uns einfach vielleicht nochmal demnächst wieder mit dem alten Schätzelein hier. Oder ich kümmere mich wahrscheinlich eher mal erst um die anderen. Und dann gucken wir da erstmal weiter. Dass der erstmal, sag ich mal, vielleicht noch einen anderen Arbeitsspeicher bekommt. Vielleicht für kleines Geld. Ne? Vielleicht werde ich auch mal gucken, ob es da noch irgendwo die Rahmen oder einen Laufwerksadapter gibt. Ich weiß ja nicht, was der braucht. Die werden wahrscheinlich entweder schweineteuer sein einzeln oder natürlich irgendwo als Ganzes verkauft. Daher, naja, gut. Daher, tschö Armada, tschö Zuschauer, danke fürs Zugucken. Wenn euch das Video auch noch gefallen haben sollte oder ihr schon todlangweilig eingeschlafen seid, wie ich manchmal selber bei meinen eigenen Videos, dann würde ich sagen, gebt mir einen Daumen hoch, Daumen runter, links, rechts, wo ihr wollt. Mögt mich, liked mich, habt mich gern. Und, keine Ahnung, empfiehlt mich weiter, wenn ihr wollt, müsst ihr aber nicht. Und wir sehen uns einfach in einem meiner, keine Ahnung, gefühlten 10.000 Videos, was noch kommen wird. Also dahin, bin und bleibe ich, euer Dirk. Na dann, tschüss.